Hat er es jetzt langsam hinter sich? Ja, gut. Oh, habe ich ihn gerade runtergekickt? Das ist auf jeden Fall eine sehr effektive Methode. Da kommt schon wieder, aber du solltest dich vielleicht ein bisschen schneller vorbewegen. Das weiß nicht, ob das sonst unendlich sind. Ja, ich bin Eile. Oh! Okay. Und schalt die Backen, Alter. Ups. Aber ich versuche einfach nur noch durchzukommen. Jo, mach das. Huh. Ich sollte vielleicht auch mal auf mein Hinterteil aufpassen. Oh, sehr gut. Oh, das könnte dauern. Ich glaube, hinter mir kommen welche. Ich habe auch keine Sicht auf dich, aber bei mir kommt auf jeden Fall was. Rück ist direkt im Weg. Da ist einer. Nein! Oh nein, eine Sekunde davor. Dann schalt jetzt die Fresse. Vorsicht, du bist bald im Mars. Ist er nicht tot? Ich glaube, ja. Ach, sehr gut. Oh, das müssen wir jetzt schon wieder machen. Ich finde das eigentlich gar nicht so schlimm. Du spielst ja auch anders. Ich spiele also anders. Ich ja. Bin aber auch recht hinter dir. Wow, wow. Jetzt ist gerade Ruhe. Nerv, 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 nerv. Dauert auch schon ein bisschen lange bei dir. Ja. Alter. Ich bin schon wieder fast im Arsch, klasse. Ja, ich habe noch ein Spray. Hab aber noch nichts verloren, ich weiß nicht. Wir können jetzt mal gucken. Hilf mir! Erstmal habe ich gerade ein Kraut gefunden, aber ich warte vorher noch, bis ich was anderes finde. Ja. Was ein Kraut gefunden? Du? Das lag da hinten in der Ecke gerade. Und wir werden schon bespuckt, oder? Nicht gesehen. Au! Ich heb dich mal auf. Zu freundlich. Bitte, bitte. Da mache ich mir doch keine Umstände. Ich verprügel das. Oh nein, jetzt ist er schon wieder. Halt die Klappe und stirb einfach, du nerviges Vieh. So, wo hast du das Kraut gefunden? Das lag hier in der Ecke. Aber erstmal. Ist bei mir nichts, verdammt. Oder habe ich es vielleicht aufgesammelt? Nee. Dann blieb mir jetzt gar keine andere Wahl, als tatsächlich alles zu nehmen. Ja, ist ja nicht so schlimm. Wir werden ja hoffentlich später mal ein bisschen was finden wieder. Hauptsache, wir kommen erstmal hier raus. Das ist ja nervig. Erstens ist hier alles dunkel, die Zombies sind total komisch. Nervig. Bisschen. Und ich kann hier überall gehen. Ja. Ist ja nicht wahr. Ich trampel. Dankeschön. So, dann kurbel ich mal an. Oder wir müssen beide kurbeln, aber das ist halt hier. Sieht so aus. Doppelmoppelkurbel. Koop kurbeln. Yeah. Oh ja, wie lange soll das denn bitte schön dauern? Warum hört das zwischendurch auf? Oh, deswegen. Ich bleib hier dran hängen. Was war denn das jetzt? Dafür haben wir jetzt gekurbelt? Gekurbelt. Und ich bin schon wieder fast kaputt. Ey, das ist doch wohl ein Witz. Hast du ja nicht? Komm, 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 komm. Oh ja. Dankeschön. Gut, bitte. Springen wir doch erstmal ins Kreuz. Das ist ein dicker Mops. Ja, da rennen wir einfach dran vorbei. Gut, dann rennen wir halt dran vorbei. Ich muss jetzt mal. Ich habe keine Zeit für so einen Scheiß hier. Oder ich fall einfach rum. Nein, 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 nein. Oh. Wo bist du denn? Ich glaube, wir dürfen nicht so lange drauf verweilen. Und das glaube ich auch. Ich glaube nicht. Alter, wir sind jetzt hier. Lass mich in Ruhe, du komische Ding. Komm jetzt. Du hast mich gerade umgeschubst. War die Rache verbunden. Ach so. Okay. Hä? Also weit. Und weg damit. Wir sind so stark. Der Wahnsinn.
Nein, das geht alles. Ich bin nur fast kaputt, aber auch sie schiebt hier trotzdem noch ein paar Steinchen durch die Gegend. Die wollen uns doch veräppeln, oder was? Ach, Quatsch. Was tun wir jetzt? Keine Ahnung. War, schwimmen. Wasserrutsche. Yippie. Da waren Fledermäuse, ob wir zu Batman kommen? Bestimmt. Kommen wir in seine Bathöhle. Denn er ist Batman. Da kommt Spider-Man. Warum sollte Spider-Man da kommen? Oh. Ach, nö. Warte mal. Mit Armzug durchführen. Oh, da müssen wir jetzt die ganze Zeit drücken, wa? Ja, sieht so aus. Hier oben gibt's Luft, ja. Hallo. Hi. Romantisch. Ein bisschen kuscheln? Ja, sehr romantisch. Es fehlt irgendwie noch hier, weiß ich nicht. Hör dir nicht zu. Hält man ja nicht aus mit dir. Ich schwimme jetzt voll weg. Danke, Arsch. Ich bin kein Arsch. Ach so. Ich bin eine liebensgewürdige Person. Eine sehr nette Person bin ich. Ja, Adi, alles wird gut. Ich bin nicht Adi, Forrest. Ja, hier ist ein Wasserding ins Loch. Und lass Adi in Ruhe. Den alten... wenn das da rechts um meinen Atem ist, habe ich noch genüsslich viel. Ich habe auch keine Ahnung. Bin hier gerade irgendwie im Tunnel tauchen. Und ich sehe so gut wie nichts, ey. Das muss ich ja richtig hell pegeln, wenn man hier überhaupt was sieht. Halt mal hier. Jetzt werde ich auch noch falsch gesprungen, oder was? Ah, ich werde unter Wasser gewürgt. Nicht sterben. Nee, ich muss aber jetzt Luft finden, irgendwas. Oh. Kontrollpunkt. Wo bist du eigentlich? Ich bin hinter dir. Komm doch mal hoch hier. Da bist du. Hallo. Das ist romantisch. Schade, dass der Button da am Weg war. Könnte man da das Thumbnail nehmen? Ja. Na, lass mich los! Kommt doch gerade. Da drückst du jetzt. Oh. Also müssen wir an den Mistviechern vorbei und dann würgen wir Sonne. Das ist nicht nett. Nee. Das ist überhaupt nicht nett. Achso, ja, richtig. Atemzug soll vielleicht ein bisschen schneller schwimmen. Oh, warum sind hier denn so viele? Keine Ahnung, ich kann nicht nach links gucken. Jetzt geht's. Ich komm, helfen. Mhm. Ach, schon macht man das. Was für ein Scheiß. Wo er recht hat. Ja. Helena! Nein! Wo willst du schon wieder hin? Wo willst du hin? Na, die hinterher. Ach so. Oh, der Goldfisch. Überleben Sie den Angriff. Wo bin ich denn? Ach, ich hänge hinten dran. Okay. Achso. Wir haben auf jeden Fall gut viel Atem. Ist ja nicht so, als hätten wir eine Wahl. Nein! Kann ich weitermachen? Ich glaube nicht. Ihre Partnerin ist tot. Ach komm, die paar Fetzen da. Schön. Schönes Spiel. Da lässt er sich einfach aufmampfen. Ja, was denn? Er hat auch Hunger. Blink wieder dran. Ich meine, was trinken kann man hier? Du bist wieder dran. Pass auf dich auf. Ich will nicht schon wieder dran sein. Das war nicht sehr nett. Das war total nett. Ach so.
Schneller! Ich gebe mir Mühe. Ich komme zu dir gekrabbelt. Jetzt häng ich vor dem Maul. Was ist dann? Dann bin ich doof. Süßer Hai, netter Hai, nicht zubeißen. Aber ich bin ja nicht nett. Was denn? Ich habe nur für Symmetrie gesorgt. Ach so. Das Ding ist noch hier. Ja, mach Sachen. Du bist ja auch nicht im Wasser, okay. Du blöde Kuh. Ich suche einen Platz zum Hochklettern. Ja, das wäre eine gute Idee. Warum muss ich hier noch im Becken planschen? Ich will raus. Willst du dich schön da? Nee. Bademeister, hilf mir. Helena, können Sie mir mit dem Gitter helfen? Ich versuch's. Moment! Nicht oh. Moment, mach auf! Gruselig. Meine Jacke glänzt. Mir ist kalt. Ist nass. Und ich hab Hunger. Ich will hier raus. Ach, bin durch. Gut. Da hinten kann ich an Land. Bin gleich da. In 40 Metern. Oh, oder auch nicht. Hm. Mist. Ja, ach so. Was soll das? Ich hab mir mal ein bisschen in die Zunge geschossen. Dankeschön. Bitte. Oh, jetzt sind wir noch falsch. Helena! Ach, ich brauch nochmal Hilfe. Du denkst gar nichts alleine. Also die Kameraperspektive ändert sich. Wieso schwimmt man jetzt eigentlich, als wenn er 3 Jahre alt ist? Der Hai schwimmt genauso. Gut. Der Hai schwimmt genauso. Ja, okay. Aber. Och, jetzt ist aber hier. Na denn nun? Leon, er kommt! Hä? Das ist Ihre Chance! Los! Wie, das ist meine Chance? Das war knapp. Sehr knapp. So, jetzt aber. Gut. Bin raus. Mann, bist Mann, du? Mann, ey. Du fleierst nach da oben rum, also. Hüpp. Ich guck mal, ob hier oben was Schönes für mich gibt. Ja, da dürfte bestimmt noch reichlich Muni oder und so ein Kram rumliegen. Brauche ich nicht. Na, ich hoffe doch. Kann man immer gut gebrauchen, sowas, ne? Ja, eben. Vor allem, wenn man von so einem komischen Hai-Heini angegriffen wird. Doch, weißt du, ich hatte schon schlimmere Tage. Ach so. Mehr ist nicht? Nein, weiter will ich jetzt nicht rennen. Oh, ich bin aber schon wieder trocken. Das ist aber gut. Die haben irgendwie sehr schnell trocknende Kleidung an. Oder eine Mikrowelle in der Hosentasche. Dann dürftest du bestimmt keine Kinder mehr zeugen. Weißt du, Zombie-Apokalypse ist nicht unbedingt der beste Ort, um Kinder reinzuzeugen. Sagst. Denke ich mir. Wir müssen doch die Welt wieder bevölkern. Auch ernsthaft. Bevölkern ist die Welt ja. Da ist gerade ein Fass geflucht. Geh nachladen. Nachladen. Ich auch. Jetzt aber. Lad doch endlich nach! Da kommt er! Ich kann gar nicht richtig zielen! Ich habe auch keine Ahnung, ob ich hier gerade schieße. Ich habe gleich keine Methode. Ach, hau doch ab, du blöder Wels! Da! Zielen Sie auf das Dynamit! Na, zieh doch das Dynamit! Oh, jetzt muss ich nachladen! Ich konnte drauf schießen. Hat's gereicht? Scheinbar. Sushi. Ach nee, müsste jetzt gebraten sein. Ich hab kein Sushi mehr.
sterilisiert das Gebiet. Und zerstört alle Beweise. Wie kann er nur? Gott sei Dank sind Sie noch am Leben. Wo ist Simmons? Nach Ihrer Unterhaltung ist er sofort verschwunden. Mist! Wo ist er hin? Als er aufbrach, sprach er mit jemandem am Telefon. Er klang nicht gerade glücklich. Können wir rausfinden, wo er hin ist? Keine Sorge. Ich lasse ihn beschatten. Er ist gerade auf dem Weg zum Flughafen, von wo er mit seinem Privatjet nach China fliegen will. China? Ja. Sehen Sie sich das an. Was ist passiert? Ein weiterer Bioterroranschlag. Die BSAA bestätigt, dass es wie in Osteuropa vor 6 Monaten der sogenannte C-Virus war. C-Virus? Solche Kokons gab es auch hier. Wir müssen Simmons stoppen und ihn in Gewahrsam nehmen. Uns fehlen Beweise. Und momentan sind Sie beide die Hauptverdächtigen. Nein. Hören Sie, Hannigan. Täuschen Sie unseren Tod vor. Schaffen Sie das? Was? Natürlich. Aber wir können die nicht ewig täuschen. Was haben Sie vor? Wir fliegen nach China. Oh, das ging schnell heute. War dann tatsächlich mal ja, ein sehr kurzes Level. Da ist das. Ich habe eine Erkennungsmarke erlangt. Schön. Damit ist das dritte Kapitel dann abgeschlossen, würde ich sagen. Ja, ganz stark danach aus. Ja, steht ja da oben. Ja, mach Sachen. Oh, diesmal sind wir dicht aneinander bei, mit der Genauigkeit. 48 Minuten ist schon eine super Zeit. Beide Rang S. Ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für diese Aufnahme. Und ja, auf Wiedersehen. Genau. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.